Ja, 8. Januar 2024. Es hat wieder angefangen zu schneien und dazu haben wir dicken Dauerfrost hier in Gerolstein. Jetzt minus 4 Grad zurzeit und die Temperatur soll in den nächsten Tagen noch weiter absinken. In den kommenden Nächten sollen wir zweistellige Minusgrade haben und das bisschen Pulverschnee, was jetzt hier runtergeht, ist ein wunderschöner Bonus. Das war eigentlich so gar nicht mehr geplant. Aber irgendwie hat sich da noch so ein kleines Schneefallgebiet eingeschlichen. Und ja, dann gucken wir mal, was da noch runterkommt. Ich hatte eigentlich schon mit Kahlfrost gerechnet, aber so ist es natürlich umso schöner. 8. Januar 2024. Ja, Montag, 15. Januar 2024. Ein starkes Schneefallgebiet zieht gerade in die Eifel rein und nach einer Woche Dauer- und Kahlfrost und ein bisschen Pulverschnee bin ich mal gespannt, was da jetzt rumkommt. Das ist auf jeden Fall Pulverschnee. Wir haben noch minus 4 Grad. Der fällt auch sehr leicht und sehr locker. Thank you.
20. Januar 2024. Eiskalte Winternacht. Ja, 20. Januar 2024. Ich bin jetzt etwas außer Atem. Musste jetzt hier einen Weg hochkraxeln zu einer großen Höhle. Die ist nicht weit von unserem Haus. Und wir hatten jetzt 2 Wochen lang Frost. Nächte unter Schnee, teilweise unter minus 10 Grad. Und da bilden sich da immer solche schönen großen Eiszapfen. Einmal von unten. Wie man gut erkennen kann. Und von oben. Da sind sie dieses Mal noch nicht so groß. Ich werde euch mal ein paar Bilder einblenden aus den vergangenen Jahren. Da waren sie deutlich ausgeprägter. Kommt jetzt nicht so rüber auf dem Video, aber der ist gut. Ja, ich würde mal sagen, locker 1,50 Meter lang. Aber es geht deutlich länger. Je länger die Frostperiode andauert, je länger die Dauerfrostperiode vor allen Dingen andauert, desto größer werden die halt. Es hält sich alles noch in Grenzen. Die längsten hatten wir 2012 beim Hoch Cooper damals. Im Februar 2012, 3 Wochen lang, 2-stelligen Minusgrad am Tag und bis minus 20 Grad nachts. Könnt ihr nochmal googeln. 2012 im Februar Hoch Cooper. Und da ging die von Oberteil bis zum Boden durch. Ja, 20. Januar 2024. Mit ein bisschen Fantasie sieht das hier aus wie Geister oder wie Leute, die da stehen. Könnte auch hier an der Krippe vom Jesuskind sein. Es könnten aber auch Kegel sein. Ich glaube, da hat jeder seine eigenen Fantasien.
20. Januar 2024, Spaziergang durch die Schlossgärten an der Löwenburg. Hier haben wir drei Vulkankuppen. Das ist der Krekelberg, 616 Meter über Null. Der Heidkopf, auch über 600 Meter. Der kleine Knubbel hier in der Mitte ist die Dietzenlei. 620. Ja. Hier geht es hoch in der Umgebung bis auf 700. Der Ernstberg zum Beispiel ist 700 Meter hoch. Das gilt halt nur für die Berge im Geroldsteiner Land in der Eifel. Es gibt natürlich noch viele andere. Jetzt wird es etwas enger. Hier rüber. Das ist die Mama. Das ist die Mama. Komm, wir gehen zur Mama. Da, das ist die Mama. Jetzt ist er scharf. Da komm. Zu Mama. Zu Amy. Das ist doch die Mama. Das Auto. Sag ich doch, das ist die Mama. Mama ist von der Arbeit zurück. Ja, ist sie. Komm mal gerade her. Der Hund erfriert leider.